Hallo meine Freunde der alten Skylander und willkommen zurück zu Let's Play Skylander Trap Team. Hier mit dem Sturm. Mit dem Len16. Und dem Drachenburschen. Tja, ich habe mir mal wieder den guten alten Free Ranger genommen. Den wollten ja ein paar Leute mal wieder sehen. Und wen hast du denn? Ich habe Washbuckler. Richtig, auch einer aus dem letzten Teil, der mit sehr viel Spaß gemacht hat. Freezone war mit seinem Blitz im letzten Teil einer der stärksten Skylander im Spiel. Mal schauen, ob der hier immer noch so total stark ist. Der olle Donnergott. Und wir haben, glaube ich, hier gar nichts mehr zu tun gehabt, oder? Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir direkt, ohne Umschweife, uns ins nächste Level stürzen. Was hältst du davon? Tu, was du nicht lassen kannst. Ich lasse zum Beispiel das Begrüßen nicht. Das fehlt mir auch noch. Das fehlt dir? Ja, okay. Natürlich fehlt mir das. Und zwar den Adrian begrüße ich heute ganz herzlich. Oh, okay. Wer lebt denn da an? Ich glaube, ich komme jetzt mit Flints Schiff klar. Ich begrüße Ariel. Bist du bereit, mit mir und Max loszufliegen? Ja, du kannst auch nochmal nachfragen. Ich bin bereit. Ich begrüße Ariel, weil unter Wasser und so. Ja. Hat sich gewaschen und Waschbackler und ich verstehe schon. Cool. Wow. Wir sollten wirklich herausfinden, wieso diese Schicksalsräuber hinter Treptanium her sind. Außerdem bin ich neugierig auf den Fisch, der Max gefressen hat. Also los. Wer Regenfisch Riviera? Wer hat Max gefressen? Wann ist das passiert? Als wir nicht da waren anscheinend. In unserer Abwesenheit. Das war schon so lange her. Du hast wirklich keine Witze gemacht, was den Sturm angeht. Yep, das schüttet schon so, seit der große Regenfisch aufgetaucht ist. Das ist doch Max. Und apropos, wie groß ist dieser Regenfisch eigentlich? So groß! Ach, das weckt Erinnerungen. Okay, wir müssen also nur den Infotintenfisch finden, mit den Piraten verhandeln, uns nicht vom Regenfisch fressen lassen und bei dem Sturm einen Landeplatz finden. Gut. Soll ich dich dann hier mal ein bisschen rumführen? Nee, ja, kriegst du einen Plan. Und so einen Punkt sind wir angelangt. Hui, ich mag die alten Skylander. Ich erwähne, dass die cool sind. Nur einmal, glaube ich, nur einmal. Warte mal, bevor du hier weitergehst, hier gibt es nämlich auch noch einen oberen Weg. Lasst uns kochen! Der ist ziemlich groß eigentlich, oder? Er ist riesig, vergleich zu den anderen. Ich mach dir das ein bisschen schärfer. Ah, scharfe Sache wieder mit dem Len16 heute. Die Musik ist cool. Reden wir gleich wieder mit ihr. Suchen wir meinen Tintenfisch. Er muss hier irgendwo sein. Hoffentlich hat ihn der Fisch noch nicht gefressen. Das macht er nämlich gerne. Ja, hoffentlich sitzt er nicht in der Tinte. Der Fisch. Du weißt, dass ich heute für solche Witze eigentlich... Spritzlochstrand. Was? Spritzlochstrand. Okay. Ich glaube, das heißt so wegen dem... Wir kommen gerade rechtzeitig zur Piratenparty. Ob die uns zu Ehren ist? Natürlich, wir sind gefährliche Piraten. Ich hätte jetzt gesagt... Wir machen dir, Skylander! Noch schärfer, ja klar. Der scharfe Lenny erstmal auftaucht, dann ist aber Ende Gelände. Brawlrus. Brawlrus. Ich glaube, der ist ein Brawler. Ja. Und ein Walrus. In der Tat. Jetzt zeigen sie dir die Piraten auch mal so richtig. Ja, wir zeigen mal, wie wir hier schön blitzen können. Blitzen. Guck mal, was ich kann. Ich kann blitzen. Bitch slap one another. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, spür die Macht meiner Blitze. Geh mir aus dem Weg. Die Macht meiner Blitze. Du hast gar nichts gemacht. Ich habe ihn alleine gekillt. Gar nicht. Das war nicht die Spitzenklasse, das war die Blitzenklasse. Steck eine Technologiefalle ins Portal, um diesen Schurken zu fangen. Was soll das alles? Ich will mit den Verantwortlichen sprechen. Ich bin ein Brawlrus. Tja, und du kannst gleich mit uns sprechen. Rein mit der Falle. Oder rein in die Falle. Was ist das? Eine Art Strudel? Nun denn, Strudel! Was ist das für eine Falle? Ist das eine Falle? Ich war noch nie in einer Falle. Schon in ganz vielen Rohren, aber noch nie in einer Falle. Brawlrus gefangen. Tja, dir sind die Würfel wohl gefallen. Brawlrus wird jetzt brav. Falle. Glaube ich irgendwie nicht. So viele Fallen. Ich glaube, wir müssen ihn wählen. Wir haben gerade keine anderen in dieser Falle, deswegen wählen wir ihn einfach mal. Wirklich? Yep. Ich bin ein Brawlrus! Jetzt bist du Brawlrus. Mir gefällt, wie du das machst, Skylander. Wirklich nett.
drüben gibt's vielleicht etwas Holz für die Reparatur der Brücke. Nicht gerade eine solide Erfindung, aber hey, sie funktioniert. Hoho, wow. Oh, ja. Natürlich, neuer Himmelstein. Da gibt's noch mehr Holz, ja. Danke für den Hinweis. Wow, der schießt... Aha, wie geil, der schießt mit Seesterne, guck mal. Ist das genial oder ist das genial? Oder wow, der kann sogar dicken Seesternen. Alter Schwede, Ninja-Seestern. Der ist nicht schlechter Kerl. Vor allem, wie lange die fliegen, die Dinger. Dann kann ich mal auch weiter zu fliegen. Doch, die fliegen ewig. Ja, ich glaub's auch. 3 Tage. Vielleicht auch 4 Tage noch. Also, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter fliegen die, glaube ich. Guck mal, ich trag die jetzt. Das wird bestimmt eine sehr sichere Brücke. Mhm. Mit deinen telekinetischen Fähigkeiten. Oh ja. Ich bin der Buckler. Der Washbuckler. Wow. Das sagt er gerne. Heilige Toastscheibe, du hast es geschafft. Mir kam gerade die Idee, dass wir meinen Infotintenfisch schneller finden, wenn wir uns aufteilen. Oh, ist echt nichts Persönliches. Na, bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich nichts Persönliches ist. Ich gehe nach da lang, du gehst nach da. Okay, wir gehen nach da. Warte, was? Nee, ich will. Langsam mit den jungen Pferden. Ich hab was Wichtiges vergessen. Oh. Du kannst ein paar deiner gebauten Brücken nochmal benutzen. Nimm sie einfach auf, wenn du drüben bist, und platziere sie dann woanders. Wow. Machen wir. Portable-Brücken. Geht's hier lang? Oh, Abkürzung. Sagen wir Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Hier gibt's Münzen. Aha. Hier gibt's doch bestimmt irgendwelche anderen tollen Sachen hier unten. Abwasserbucht. Haben wir entdeckt. Also da geht's schon mal nicht weiter. Ah, da kann man auch wieder raus. War dann kurz. Hier gibt's noch ein paar Sachen, die wir kaputt machen können. Oh! Was hat der Drachenbursche da gefunden? Für wen ist das denn? Das ist für Lobster. Lobster. Oh, eine Verbesserung freigeschaltet. Hart gekocht. Ja. Oh Mann. Ja, wir schauen uns mal an, den guten Lobster. Lobster! Irgendwie haben sie immer das eine Level als Vorschau-Level. Hatten sie schon bei mehreren. Wow. Ich will ja nichts sagen, aber ich kann dir auch nicht viel mehr als der... Genau, als der. Genau, den habe ich gerade gedacht. Der kann auch sowas schießen. Guck mal. Ich bin Lobster. Nee, du bist Brawl Russ. Nein, ich bin Lobster. Okay, du bist Lobster. Dann kommst du auch in den Topf. Mal schauen, ob du dann auch stärker davon wirst. Nein! Was machst du, Drachi? Ich bin perfekt geflogen. Siehst du? Ich habe sogar Flügel. Das ist aber toll. Und ich kann Blitze vom Himmel regnen lassen. Wir können übrigens da lang, ne? Ach, da ist wahrscheinlich aber ein geheimer Weg. Das ist gut möglich, da geht's in die Oper. Ja, da kriegen wir einen Schlüssel, den wir ein bisschen weiter vorne brauchen, glaube ich. Wow. Wie ist so gut. Blitzen. Blitzen, 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 Blitzen. Donnerblitzen. Ja, Donnerblitzen. Mit dem Donnerbalken kann man Donnerblitzen. Blitzen ist ein Reh von... Nein, da falle ich jetzt nicht mehr runter. Santa. Klaus. Was? In dieser Zone sind Skyländer. Was hat der Weihnachtsmann geklaut? Blitzen. Ich glaube, da können wir runter. Nein, ich weiß nicht. Nicht alles bekommen. Barackwasserfälle haben wir dafür gefunden und einen Piraten. Arrrr. Django, den haben wir aber noch nicht. Nee. Psst. Hey, du. Matrose. Du schummelst doch nicht, oder? Nein. Willst du ein A kaufen? Natürlich schummelst du. Alle schummeln. Deshalb spiele ich keine Karten mehr, weil alle schummeln. Ja, musst du nur besser schummeln als die anderen. Ich hatte da mal eine Idee für ein neues Spiel. Das war so verrückt, das gab es nur in meinem Traum. Und nur i5 war bizarr genug für dieses Spiel. Schick ihn doch mal vorbei, dann zeige ich es ihm selbst. i5, weil seine Hände aus Augen bestehen. Sehr gut. Oh, ja. Ich liebe diese Spiele mit tollen Wortlisten. Ach ja. Fast so schön wie der Laborkenkäfer. Ha, 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 ha. Hier ist ein Geistergebiet runtergefallen. Das habe ich gesehen, ja. Und hier ist eine Geisterzone, die wir leider nicht rein können. Aber immerhin haben wir sie gefunden, ne? Ja, wir haben sie gefunden. Wir können sagen, wir haben sie gefunden. Wir haben sie mal gesehen.
Ich will die Münzen haben. Jawohl, wir haben sie fast alle, die Münzen. Die ganzen Worte, ey. Oh ja, perfekt. Jawohl. Aber ich hab meinen Kopf angehauen. Wow, diesmal geht die Kamera aber weit auseinander. War sie ja davor auch schon. Ja, aber nicht so weit. Das wäre Viecher. Oh mein Gott, die haben noch gelebt. Müssen wir da rein? Ich will nicht in die komische, ins komische Haus. Gerätenkarten Bretterbude. Oh, 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 wen haben wir denn da? Einen Skylander. Du willst bestimmt meinen Schlüssel, was? Dann spielen wir aber erstmal Himmelsstein schmettern. Ja. Bam, bam, dann spielen wir mal. Das höre ich wirklich gerne. Spielen wir Himmelsstein schmettern. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell für einen Drachenburschen. Ja, das ist wohl richtig. Da hast du mich mit dem Satz unterbrochen. Ich glaube, die Steine, die wählen einem schon immer die besten aus, oder? Oh ja. Schätze ich. Hoffe ich. Na, schauen natürlich. Wir mal. Dann darfst du wieder mal Himmelstein schmettern spielen. Yeah! Runde 1. Und wir kriegen... Slobbertrap. Wow, Alex. Slobbertrap. Oh, und der ist ja sogar relativ stark hier. Walrus. Ist ja immerhin ein Walrus. Ja. War doof. Hättest du lieber mal oben den genommen, dann hättest du überlebt. Ah ja. Ich hab grad wieder verwechselt, was was ist. Ja, den kannst du nehmen, Gulpa. Der ist gut. Der besiegt ihn nämlich. Der Gulpa. Der Gulpa. Sehr schön. Runde 2. Buzzerbeak. Er hat 2 Angriff, 1 Leben. Das heißt, wir könnten ihn mit... Ich hab das nämlich genau verwechselt, weil bei meinen Steinen ist rechts oben. Ah, wir haben sogar Spezialfähigkeit mittlerweile. Links zu leben. Hm. Ah, nee. Der hat so eine Spezialattacke noch, der... Füge gegnerischen Karten 1 Schaden zu. Ah, okay. Chef Pepperjack. Jetzt kann er uns angreifen. Ah, so. Tja. Wow, das sieht... Etwas mehr Chili. Okay. Ist nicht schlecht. Ja. Klingt der Schachzug, ne? Ja, natürlich. Mhm. Es ist... wie Schach ohne Würfel. Was? Creep. Was? Ich hab gesagt, das Spiel ist wie Schach ohne Würfel. Das habe ich auch verstanden. Herzschuh. Der war auch ziemlich mächtig, der Herzschuh. Wow. Ja, da hast du 2 Leben dazu bekommen. Ja, ich genau, weiß. Das war's. Ich weiß. Hab mich sogar wieder erinnert. Mhm. Sheep Creep. Ja, das wird eine einseitige Partie, den hauen wir weg. Ja. Nein. Wir haben den Kükenchef verloren. Oh nein. Dafür haben wir das Spiel gleich gewonnen. Brawlin, what? Suchst dir aus, sind beide tot, egal wie du gegen ihn setzt. Ja, ja. Na, und da hätten wir ihn auch besiegt. Da ist er schon tot. Richtig. Schon ist er tot. Und wir haben gewonnen gegen Buko, kriegen eine schöne Frischkäse dafür. Und machen weiter. Beim Klabautama, du hast gewonnen. Ich stehe zu meinem Wort als Pirat von Ehre und gebe dir Zugang zu dem Schlüssel. Das verging wie im Flug. Klabautama habe ich dann auch schon lange nicht mehr gehört. Passt auch besser zu Lego eigentlich. Was? Klar. Was? Wow. Wegen Bauen und so. Danke, Licht. Ich nehme es mal als Kompliment. Ich kann hier noch ein paar schöne Muscheln einsammeln. Hey! Die Clown von Dota! Schriftrolle gefunden! Wow. Und die besagt Betrachtungen von Boom Kapitel 6. Wir wollen sie lesen. Ich wusste schon, dass das jetzt kommen würde, dieser Dialog. Ich habe erst ein einziges Mal einen so großartigen Piloten wie mich gesehen. Und ja, da stand ich vor einem Spiegel. Ja, der Mann hat überhaupt keine Selbstverliebtheit, das ist ihm völlig fremd. Das war auch witzig. Meins. Papagei ist süß. Wow. Das sollten wir als Skyline haben. Ich kann ein Geistschiff Geist. Ja, ich weiß sogar so geil. Ja, ich weiß, das gab's aber letztes schon, wie gesagt. War letztes Mal schon ziemlich mächtig. Ich bin Octodad. Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Was? Stahlflossen Balkon. Oh, wir haben Freunde bekommen. Oh. Wow. Der Riesen. Die haben wir doch schon mal besiegt. Ja, aber nicht so groß. Warte mal. Ich will mal ausprobieren, wie diese Attacke ist. Boah, Schiff daneben. Ah, ich bin... komm mal hier drauf. Da sollst du drauf schießen. Ja, mach ich doch. Wow. Wer bist denn du?
What the? Der Bruder von der... Mach mir deinen Geist zu eigen. Ah. Nass. Ah, okay. Gespensterfalle haben wir auch. Crap. Ein geistiges was? Dilemma? Irgend sowas. Wow. Ja, ich hab hier noch meine Seesterne. Hey, greif ihn an! Ach, hier gibt's Chompies. Chompie-Piraten. Ja. Sehr geil. Ja, wir müssen ihm wehtun. Ach was, der rennt nicht weg. Also, er rennt Warte, schon. Genau das macht er doch. Nein, daneben. Also auf Entfernung ist das Ding nicht so wirklich effektiv. Ja, oh, wie viel Schaden ich mache! Ja, er ist gegen den Stein gelaufen. Und damit haben wir ihn besiegt. Geisterfalle. Ja, gehen wir mal die Geisterfalle suchen. Ich stecke eine Gespensterfalle ins Portal, um die Gespensterfalle. Wenn ich mir jetzt einen Geist zu eigen mache, fange ich mich vermutlich selbst ein. Tja, viel Erfolg dabei. Wir haben ihn genau mal einen Stein gefangen. Wow. Stecke eine Gespensterfalle ins Portal, um diesen Token zu fangen. Ja, das war eine Magiefalle. Gespenster haben wir aber auch irgendwo. Das ist Wasser, was du da hast. Nein. Das ist Gespensterfalle. Echt? Was laberst du mit Wasser? Ja, es war blau. Das ist grau. Das ist blau, Mann. Alter, blau sieht so aus. Das ist ein blau, Mann. Er hat sogar gelacht. Meschka meint gefangen. Okay, dann nehmen wir ihn mal mit. Was kann man? Da. Ich bin dran. Er kann rosa Dinge schießen. Und? Puder. Puder. Immerhin kann er fliegen. Kommen wir noch zurück. Fliegende Charaktere sind sowieso mal cool. Können wir durch das Tor da oben durch? Müssen wir da durch? Was? Fragen über Fragen? Zwei Schlüssel, dann müssen wir durch. Ah, okay, nee, dann gehen wir nochmal zurück und schauen nochmal, was unten zu, so zu holen gibt. Das hast du ja vorgeschlagen und dann... So, da ja, ich habe meine Meinung nochmal geändert. Ah, hier waren wir ja schon hier überall. Ja, schon. Okay, gut. Hier waren wir doch schon immer. Ja, lieber Lenny. Ja? Höre es, Lin. Hab ich doch. Setzen wir einen neuen Kurs. Fischaugensteak sind wir angekommen. Fischaugensteak. Steak. Gibt's hier Fischaugensteak? Klingt nicht so richtig lecker. Oh oh, sieht so aus wie ein klassischer Fall von Tor im Weg. Drin ist ein Schalter zum Öffnen, aber da sind auch eine Menge Bösewichte. Willst du dich um sie kümmern? Ich dachte, das gibt's nur in Asgard. Was? Tor im Weg. Wow. Es tut mir leid, Len, es tut mir doch so leid. Ja, glaube ich nicht. Ja, ich auch nicht. Schurken, wir sind doch keine Schurken, wir sind doch ganz nette Kerle. Schon wieder so einer von diesen Panzer, von Granaten zu töten. Ja. Was wolltest du mir sagen? Achso, dann müssen wir alle Gegner besiegen. Ne? Wie? Den kann ich auf meine Seite ziehen damit. Ah, ja. Ah. Sehr schön. Erstmal wieder ein bisschen Radio hören. Wirklich. Oh. Geht nicht, Radio ist kaputt. Jetzt ist er nicht mehr auf unserer Seite. Ja. Toll gemacht. Immer wieder gerne. Gehen wir mal hoch und besiegen noch die Schildkröte. Bevor die uns noch mehr auf den Hals hetzen. Hey, wow, wir können ja die Karte attacken. Wow. Sie konnte. Bevor wir sie erledigt haben. Hoffentlich funktioniert das Tor. Nicht wie dieses eine Tor damals, weißt du noch. Damals, als das Tor nicht funktioniert hatte. Weiß ich noch, ja. Alter, stimmt mir nicht. Ich habe überhaupt keine Lebensenergie verloren. Doch. Nö. Doch. Sehe ich aber nicht. Doch. Len sieht Dinge, die ich nicht sehe, okay. Mhm. Also Free Ranger war schon einer unserer stärksten Charaktere auf jeden Fall im letzten Teil. Der hat auch jede Menge Spaß gemacht, vor allem mit seinen Kettenblitzen. Ging der richtig ab. War der Imperator aus Skylanders. Hm. Carry. Habt ihr den Wind aus den Segeln genommen? Wow, Wind. Aus den Segeln. Genommen! Nein, da kommt man nicht durch. Will da aber durch. Drachenbursche dumm. Heilige Toastscheibe! Dumm. Heilige Toastscheibe, Len. Drachenbursche konnte nicht durchs Zaun. Dumm. Ja, Musik. Da kriegen wir Münzen. Wir
senden von irgendwo. Catro. Wow, tolle Münzen haben wir da bekommen, ne? Wir haben da schon mal Münzen bekommen. Es klappt halt nicht immer. Mein mhm. Gott. Wäre schlimm, wenn es immer funktionieren würde, oder? Mhm. Eben. Ja, meine Freunde, fallen auch dieses Video ist bereits vorbei. Wenn es euch gefallen hat, badums, Wortwitz, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem könnt ihr meinen Kanal abonnieren, indem ihr auf den roten Abonnieren-Button drückt. Damit werdet ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen. Wenn ihr bereits zum nächsten Video springen wollt, dann müsst ihr einfach auf das bereits laufende Video klicken. Und wer noch nicht genug hat, der kann natürlich auch mal auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus vorbeischauen. Dort werde ich ebenfalls mit euch schreiben. Tja, jetzt wäre ich erstmal soweit durch und ihr könnt euch jetzt weise entscheiden. Mit ihr bist vielleicht du gemeint. Du musst jetzt ganz alleine entscheiden. Ganz allein für dich. Was willst du klicken? Also es passiert auch was, wenn du nichts klickst. Ob dir das allerdings so gut gefallen würde, weiß ich nicht. Wenn du nämlich nichts klickst, dann kann es passieren, dass du aus Versehen in so eine Skylanders-Falle eingesperrt wirst. Was? Das erschreckt dich nicht? Ja, dann bin ich jetzt aber auch sprachlos erstmal und dann hast du mal wieder gewonnen. Tja, und weißt du, was du gewonnen hast? Du hast so viele Chompies gewonnen, wie du fangen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den kleinen Mistviechern und wir sehen uns im nächsten Part. Servus!